Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Stefan und ich haben gesehen, dass Herr Grievous ein neues Video hat und zwar... War das mein Einsatz? Ein Schnabel hier, Pepperwoods YouTube-Kacke. Deswegen sitzen wir hier zusammen und schauen uns das an. Stefan, bist du auf perfekt? Wenn das Video seht, könnte es sein, dass ich gleich live auf Twitch bin, aber nur, wenn die Telekom heute gut gelaunt ist. Ja, dabei wünsche ich auf jeden Fall Herr Grievous alles Gute, dass die Telekom gut gelaunt ist. Ah, hier kommt noch ein kleines Meme. Gucken wir mal. Ja, das kann ich auf jeden Fall hundertprozentig fühlen. So. Es ist früh am Morgen. Herr Zebra. Ja, Digga, an einem Montagmorgen kann sowas aber auch schon gut und gerne mal passieren, Alter. Und habe ich das gerade richtig festgestellt, dass er Herr Zebra heißt? Heißt Herr Zebra. Er sieht einfach aus wie ein Sträflingsfisch, ne? Ja. Der Postbote bringt die Post zu Peppers Haus. Digga, das Einzige, was das noch ein Mühe witziger gemacht hätte, wäre wirklich nicht nur der Hitmarker-Sound, sondern auch das Hitmarker-Zeichen, Digga. Zeichen, ja. Ja, okay. Pepper und Schorsch. Was ist ein Speicher? Der Ort, an dem wir unsere alten und hässlichen Sachen aufbewahren. Digga, Oma Wutz, Alter, oh Mann. Das ist die Tür zum Speicher. Wie kommen wir denn da hoch? Ich habe einen schlauen Trick. Pedro ist Amerika. Oh shit, bruh. Zoe ist Japan. Konnichiwa. Luzi ist Brasilien. Oha! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Der Remix! Oh mein Gott, was war das für ein Remix? Digga, ich fühle dir mal komplett. Jetzt immer komplett bouncy, Digga. Oh, holy nice. Shit! Der ging jetzt aber gut ab. Luzi Locke titscht den Ball sehr vorsichtig. Ach, und lass mich raten, er kann schnell rennen. Wer hätte es gedacht? Ja. Gut. Oh, out of nowhere. Digga, dieses Meme, Alter. Acht, Luzi. Und jetzt zeige ich euch angreifen. Digga, er ist ein Psychopath, Alter. Er ist so ein Psychopath, Alter. Ich habe dir eine Geburtstagskarte gemalt. Ich wollte dir eine Blume malen. Schorsch mag keine Blumen. Aber dann habe ich dir etwas anderes gemalt. Ich bin eine Zimmerpflanze, ja. Wow, 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 wow. Digga, was ist denn das? Simon? Geht es dir gut? Putzi, haben wir eine Packung Kekse? Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Das macht genau 100 Euro, bitte. Okay, Geldtasche. Oh nein. Ach nein. Edmund. Es ist Edmund. Digga, das war zu langsam. Das war viel zu langsam. Viel zu langsam. Batman. Ey, Digga, scheiß drauf, geh einfach O2, Alter, ohne Scheiß. Zusammenbruch, Alter. Digga, er ist so gut gemacht, Alter. Oh mein Gott. No cap. Kapitän verlässt nie ein sinkendes Schiff. Wow. Alter. Einfach, wie weit ist einfach noch mit ins. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich ein Schiff besitze und ihr nicht, seid ihr wohl auf Rettung angewiesen. Und ich weiß nicht, ob ich in der Stimmung dazu bin. Ich sehe mein Schiff. Genau dort. Ah, das war der zweite, ne? Ja. Der zweite Teil war der beste. Ich sehe überhaupt nichts. Muss wohl ein winzig kleines Ding sein, das irgendwo hinter der Power treibt. Oh Mann, ey. Pedro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. What the fuck? Das war klar. Oh mein Gott! Junge! Gute Besserung, Pedro! Hier stehen aber viele Bücher! Shh, Pepper, in einer Bücherei muss man leise sein. Warum?
Weil die Leute zum Lesen hierher kommen und dabei wollen sie Ruhe haben. Kritische, kritische, kritische Bücher, Bücher. Ha, Digga. Was? Jetzt geht's aber los. Überall Bücher, Bücher. Bücher, Bücher. Gönn Bücher, Bücher. Kritische, kritisch. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, das Lied habe ich noch. Also, das habe ich noch kein einziges Mal gehört, ne? Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich glaube. Alge habe ich gehört, aber das nicht. Das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, aber könnte das dieses Get Stick Bug Meme jetzt sein? Das ist ein guter Punkt, aber das ist schon so alt. Denkst du, er holt das nochmal raus? Wobei, ist es eigentlich Hagrid egal. Es kann ihm aber scheißegal sein. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Stock. Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten. Heute ist der Haustierwettbewerb. Oh mein Gott. Not oh mein bad, Gott. I was sad. Ich bin eine verzauberte Möhrenfee. Und jetzt, Kinder, kann ich... Die wird an einem Seil hochgezogen. Oh mein Gott. Oh Mann, Alter. Nötigung vom Gemüse. Oh, Perry. Ja. Ja, ja. Ein Schnabeltier? Perry, das Schnabeltier. Auf jeden Fall wieder eine richtig nice Folge von Herr Grievous. Lasst ihm auf jeden Fall ein Like und ein Abonnement da. Ich denke, er kann diese Liebe auf jeden Fall gut gebrauchen. Und schaut auf jeden Fall auch auf seinem Twitch-Kanal vorbei. Ich glaube, er macht da auch ziemlich geilen Content. Und wo wir gerade von Twitch sprechen, ihr könnt auch sehr gerne bei mir auf Twitch vorbeischauen. Ich streame jeden Montag, Mittwoch und auch Samstag. Das ist aber auch alles in meinen Kanälen überall verlinkt. Also auf Twitch und in meinem YouTube-Banner steht's drin. Also würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich euch mal in meinem Chat begrüßen könnte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.